Nach dem Ikonoklasmus brach die byzantinische Renaissance aus. Da die Vormacht am Balkan sichergestellt und mit dem Westen ein diplomatisches Auskommen ermöglicht war, konnte sich die Politik nun dem Kampf gegen die Araber widmen. Mitte des 9. Jahrhunderts konnte Byzanz sogar in die Offensive gehen. 833 erbaten die Kasan die Unterstützung des Kaisers beim Bau eines großen Befestigungswerkes. 839 werden das erste Mal die Ros in byzantinischen Quellen genannt. Dieses skandinavische Volk war nach Süden gekommen und hat sich in Osteuropa niedergelassen. Es bildeten sich zwei russische Fürstentümer heraus, Kiew und Nowgorod. 860 plünderten die Ros Konstantinopel. Im Bereich der Literatur und Wissenschaften erfolgte eine neue Blüte. Bedeutende Werke erschienen in den Bereichen Philosophie, Mathematik, Astronomie, Chronologie, Medizin, aber auch der Staatslehre. Mit der Wiederherstellung der Bilder zog der liberale Geist der Antike wieder ein. Auch die griechische Antike selbst wurde wieder studiert. 843 wurde die Universität im Magnaura-Palast erneuert. Sie hatte das Studium der weltlichen Weisheit zum Ziel. Sogar Homer wurde dort wieder erforscht. Ein Absolvent dieser Hochschule war übrigens der Slawenapostel Konstantin bzw. Kyrillius. Schlussendlich blühte auch das orthodoxe Christentum wieder auf, neue Völker wurden für den Glauben gewonnen. Gerade die Bekehrung der Slawen und Bulgaren zählte zu den größten Errungenschaften dieser Zeit. Freilich spielte auch hier die Konkurrenz zum Westen eine Rolle.